Jetzt übernehmen wir die Farbe aus einem Bild. Dazu gehe ich in die Farbfelder, hier in die Optionen oben rechts und sage hier Palette aus Bild erstellen. Also ich habe noch nichts ausgewählt, das mache ich erst jetzt. Jetzt sagt er mir, oder fordert mich Affinity Publisher auf, ein Bild auszuwählen. Das mache ich mal. Ich nehme hier mal diesen Kopf und sage öffnen. Und jetzt übernimmt er mir das. Ich habe immer eine Vorschau, jetzt sind das diese fünf Farben. Und jetzt wird es spannend, ich kann die in dieses Dokument übernehmen. Ich könnte die für das Programm generell übernehmen, also jedes Mal, wenn ich da jetzt starte, würden dann diese Farben können. Ich kann es sogar für das System übernehmen. Ich kann eine Systempalette erstellen, dass mir dann diese Farben in allen Programmen zur Verfügung stehen, die das System hat. Also mache ich das jetzt mal für mein Dokument und sage erstellen. Und jetzt kommen hier mit dem Namen des Bildes kommen hier meine Farbpaletten dazu. Jetzt könnte ich das Bild kurz platzieren, dass wir das mal sehen. Shift, Befehl und M. Ich nehme den Kopf und platziere mir den und ziehe den irgendwo hier mal auf. Okay. Jetzt könnte ich natürlich hin und könnte sagen, das mache ich nicht schwarz, sondern in dieser Farbe und das möchte ich mit diesem Ton. Und dann sind diese Farben sehr schön übernommen. Oder ich könnte sagen, nein, das möchte ich jetzt noch ein bisschen heller und so weiter. Das geht recht gut und so kann man wirklich, wenn man gestaltet, Farben aus einem Bild übernehmen. Gut, ich lösche dieses Bild mal und wir machen das nochmals. Palette aus Bild erstellen. Dieses Mal nehme ich den Adler, öffnen. Auch jetzt werden fünf Farben angezeigt, aber Sie können hier noch viel, viel mehr dazu nehmen. Nehmen wir mal ungefähr 20 dazu, das kommt nicht so drauf an. Ich kann eine Vorschau machen und das wird mir hier schön angezeigt. Auch wieder ins Dokument erstellen. Und jetzt habe ich ganz, ganz viele Adlerfarben, die ich übernommen habe. Ich mache das mal und ziehe mir diese Box ein bisschen größer. Jetzt sind all diese Bilderfarben sind da, diese 20. Und jetzt sage ich hier nochmals, ich platziere mir das Bild. Ich nehme den Adler, nehme mir das und ziehe mir den auf. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, da möchte ich vielleicht diese Farbe und beim Titel irgendwie sowas zum das übernehmen oder irgendeine dunkle Farbe aus dem. Das geht auch elegant, wenn man so etwas machen muss. Sie sehen, es würde relativ gut passen. Das funktioniert. Die anderen Farben, die hat er mir jetzt wieder gelöscht. Da oben haben Sie all diese Sachen. Also, so können Sie extrem schön und einfach Daten aus Bildern übernehmen.